Okay, let go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise einem neuen Cooking with Hannah. Ich glaube, wir sind inzwischen bei Teil 3 und es wird mein erstes Cooking-Video in der neuen Wohnung, in der neuen Küche. Ich warte noch drauf, bis Philipp die Küche aufräumt, damit ich anfangen kann zu kochen. Aber ich habe mir für heute ein, ich glaube sogar veganes Rezept ausgesucht. Das habe ich auf Pinterest gefunden. Ich finde da nämlich immer mega viele Rezeptideen. Wer übrigens Teil 1 und 2 noch nicht gesehen hat und noch mehr Rezeptinfo braucht, ich verlinke es euch gerne in der Infobox. Da habe ich schon, ich glaube, insgesamt 8 oder so Rezepte gezeigt. Und mein erstes Rezept, was ich in diesem Video zeigen werde, ist hier, dieses hier von HelloFresh. Also ist nicht mein eigenes Rezept. Vegetarische Fajitas mit Paprika und Pilzen, selbstgemachter scharfe Soße und Limettenschmand. Sehr geil. Wir machen das Ganze vegan. Also ich glaube, alles ist vegan, außer die Tortillas. Und Limettenschmand machen wir auch vegan. Aber ich zeige euch gleich alles, was ihr braucht und wie es funktioniert. Da steht, dass man 35 Minuten braucht und das Rezept ist für 2 Personen. Und ich würde sagen, fangen wir direkt an zu kochen. Für die Fajitas braucht ihr einmal eben Tortillas eurer Wahl. Ich glaube, die sind nicht vegan, wie gesagt, keine Ahnung. Dann steht nicht im Rezept drin, aber ich mache dazu so vegetarisches Hack. Dann habe ich hier einmal so ein Taco-Seasoning. Eine Paprika, Tomate, Avocado steht auch nicht im Rezept, mache ich aber dazu. Limette und Schmand für den Limettenschmand. Wir haben jetzt hier aber einfach Alpro Skyr Style Natur. Pilze, im Rezept steht Portobello, ich mag aber lieber Champignons. Rote Zwiebel und Knoblauch. Und an Geräten braucht ihr einmal eine Auflaufform, eine Pfanne, falls ihr das Hack benutzt, und einmal einen Mixer oder Pürierstab. Ich habe jetzt einfach so ein Ding. Eigentlich kommt noch Chili dazu, aber ich habe jetzt keine Chilischoten gekauft, sondern nehme einfach Chilipulver. Schritt 1 ist, die Zwiebel klein zu schneiden oder zu halbieren, besser gesagt, und zu schälen, genauso wie den Knoblauch. Das kommt dann in die Auflaufform und die Auflaufform kommt in den Ofen, sodass es so ein bisschen Röstaromen bekommt. Und ich habe gesehen, die Tomate muss auch in den Ofen. Also mache ich jetzt erstmal das und ich zeige euch dann, wenn ich es in den Ofen packe. Ich habe jetzt hier Knoblauch, Zwiebel, Tomate halbiert und mit der Fläche nach unten gelegt. Ein bisschen Olivenöl drüber, Salz und eben Chili, weil ich habe keine Chilischote. Und das tue ich jetzt in den Ofen für 15 Minuten und in den letzten 5 Minuten soll man die Grillfunktion anmachen. In der Zwischenzeit habe ich die Pilze klein geschnitten, Paprika klein geschnitten und das Hackfleisch brät gerade an und dann wird es eben mit dem Pulver, das muss man so in Wasser irgendwie rühren und dann köcheln lassen. Hier unten brät schon unser Gemüse. Das wird übrigens dann püriert und als Soße verwendet. Ich würfel jetzt noch ein bisschen die Avocado und bereite auch schon mal den Limettenschmand vor. Ich habe jetzt hier die Sachen püriert, nochmal mit Salz, Pfeffer abgeschmeckt und das ist hier mit den gewürfelten Avocado-Würfeln. Und hier ist der Schmand. Ich habe da einfach 2 Löffel genommen, so circa ein Drittel Limette reingepresst und nochmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und jetzt warte ich noch auf Pilze und Paprika, die im Ofen sind. Und dann müssen wir nur kurz die Tortillas anwärmen und können schon direkt essen. Ich weiß, das Rezept war ein bisschen länger, aber ich glaube, es wird cool. Die Sonne geht jetzt auch schon langsam unter und wir essen zum ersten Mal auf unserem Balkon. Alle Zutaten sind hier. Hier sind Paprika und Pilze aus dem Ofen. Ich glaube, die hat noch ein bisschen länger gebraucht, aber wir haben jetzt keinen Bock mehr zu warten. Hier das Hackfleisch, wir haben noch Salz, Pfeffer und Philipp bringt jetzt gleich noch die, oh man sieht ihn nicht, die Tortillas von drinnen mit. Und dann zeige ich euch gleich, wie man die jetzt assembled. Also, wir fangen mit unserer coolen Base an. Eigentlich wäre ein Hardshell-Tacos halt auch nice gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Das ist gute, alte, vegane Hackfleisch. Ich mag nicht so viel Paprika. Übrigens. Surprise. Ja, seit Thailand. Avocado. Und noch Schmand. Fertig. Philipp hat einen altbekannten Fehler gemacht und er ist zu voll gefüllt. Aber wir werden sehen. Mir schmeckt schon mal gut. Perfekt. Ja, so macht man das. Ich mir das vorgestellt. Gut? Hallo und herzlich willkommen zu Rezept Nummer 2. Wie ihr hört, ich bin immer noch krank oder noch kränker, keine Ahnung. Aber ich muss ja trotzdem essen und kochen. Heute gibt es vegane Zitronenspaghetti mit Spinat. Ich hasse Spinat eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, es gibt ja diese Babyspinatblätter, wenn ich die irgendwie unterbringe in irgendwelche Gerichte, ist das doch super, damit ich hier ein paar Greens esse. Weil so pur Spinat finde ich echt nicht lecker. Aber ich glaube, das wird richtig cool und lecker hoffentlich auch. Ich zeige euch mal, was ihr dafür braucht. Meine Rezepte sind meistens immer so für eigentlich 2 Personen, sind wir mal ehrlich, eigentlich für 3, weil Philipp isst für 2. Aber nur, dass ihr es ungefähr wisst. Das mache ich zur Vorspeise, einfach Tomate, Mozzarella mit frischem Pesto. Das ist jetzt egal, das ist optional, aber dafür braucht ihr auch keine Anleitung. Für die Zitronenspaghetti braucht ihr einmal Spaghetti oder eigentlich auch die Nudeln eurer Wahl. Eine Zitrone, 2 Knoblauchzehen, eine kleine Zwiebel. Ich habe hier Hafercreme. Ihr könnt aber eigentlich auch jede andere Milch benutzen, zum Beispiel Kokosmilch würde auch funktionieren. Also wenn ihr es vegan haben möchtet, gibt es ja ganz, ganz viele Alternativen oder eben auch mit einer
normaler Milch oder Sahne, wie ihr halt möchtet. Dann braucht ihr Gemüsebrühe. Ich mache die immer mit so einem Pulver, weil ich habe keine Zeit, eine echte Gemüsebrühe zu kochen. Dann Chili, Pfeffer, Salz und eben Spinat. Da habe ich eben so ein Bio-Blattspinat einfach, wo ich ein bisschen was reintun werde. Ganz am Ende. Und das Ganze ist ein One-Pot-Gericht. Ich persönlich liebe One-Pot-Gerichte, weil du brauchst ja wirklich nur einen Topf und haust einfach alles rein und musst ab und zu umrühren und halt davor ein bisschen schnibbeln. Aber es geht relativ schnell. Unsere Vorspeise ist zwar irrelevant für das Rezept, aber ich habe sie fertig gemacht. Ich habe jetzt Zwiebeln gewürfelt, Knoblauchkerne mit Olivenöl. Das ist immer so der Anfang von so ungefähr jedem Rezept. Das wird jetzt kurz angehetzt. Ich habe hier schon mal die Hafercreme und eine halbe Zitrone reingepresst und werde mich jetzt an die Gemüsebrühe machen. Wir brauchen 600 ml Gemüsebrühe, 250 ml Sahne, Hafercreme, Kokosmilch, was auch immer. Halbe Zitrone, wie ich gerade gesagt habe. Dann braucht ihr ein bisschen Zitronenschale. Also schaut, dass die irgendwie bio ist oder so. Schritt 1 ist erstmal anzudünsen und dann wird das mit der Gemüsebrühe und hier der Hafercreme und der Zitrone vermengt und anschließend wird die Nudelpackung reingemacht und dann wird es halt quasi in der Soße gekocht und dadurch bekommt es halt voll den coolen, intensiven Geschmack. Ich habe die Spaghetti jetzt reingetan, habe das Ganze ein bisschen gewürzt mit Salz, Pfeffer, Chili, wie gesagt. Und lasse es jetzt köcheln, bis die Nudeln quasi das gesamte Wasser, also die Flüssigkeit, aufgesaugt haben. Immer wieder zwischendurch rühren. Ich habe auch schon ein bisschen Zitronenschale reingerieben. Und ja, das heißt erstmal warten. Ich habe jetzt zwei Hände Spinat noch reingemacht. Lasse die jetzt so quasi so runterkochen. Keine Ahnung, die werden ja halt einfach klein, damit ich hier meine Greens drin habe. Ich kann es nicht glauben, dass ich gerade Spinat in mein Essen gehauen habe. Ich bin halt nicht so auf der Höhe, lass mich. Aber jedenfalls ist das Essen jetzt fertig. Ihr seht, die ganze Flüssigkeit ist weg. Und jetzt warte ich noch, bis der Spinat hier dann ist. Und so ist das fertig. Ich habe es jetzt in Schüsseln aufgeteilt. Ich freue mich sehr darauf. Wie immer macht der Philipp gleich Taste-Test. Guten Morgen und wir sind inzwischen bei Rezept Nummer 3. Ich bin immer noch krank, I know, und meine Ohren sind zu, ich höre mich nicht mehr selber. Aber heute machen wir zum ersten Mal ein Getränk. Und zwar liebe ich ja Eistee über alles, vor allem Pfirsich-Eistee. Und ich dachte mir, den kann man doch bestimmt auch irgendwie selber machen. Und das machen wir heute. Wir machen einen Pfirsich-Eistee. Ich zeige euch kurz, was ihr dafür alles braucht. An Geräten braucht ihr einmal einen Topf und einen Mixer. Ich habe hier wie immer meinen kleinen Standmixer. Dann braucht ihr reife Pfirsiche, 3 Stück. Also ich mache halt Pfirsich-Eistee, deswegen reife Pfirsiche. Eine Kanne, wo ihr es natürlich reinfüllen könnt. Tee als Basis. Da geht eigentlich normalerweise schwarzer Tee bei Pfirsich-Eistee. Haben wir jetzt aber nicht. Deswegen nehme ich einfach grünen Tee. Das geht auch als Basis. Und Zucker ist natürlich optional. Ihr könnt auch keinen Zucker reintun, wenn ihr lieber auf Zucker verzichten möchtet. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Agavendicksaft oder Dattelsirup, Honig, was auch immer als Süßungsmittel nehmen. Das ist auch schon alles, was ihr braucht. Natürlich halt noch Wasser, um den Tee zu machen. Das nehme ich. Schritt Nummer 1. Wir werden jetzt, ich weiß nicht, wie viel das ist. Ich glaube knapp 1 Liter. Tee kochen, tun da so 2 bis 3 Teebeutel rein, lassen den Tee ziehen und stehen dann erstmal kalt, damit es natürlich ein Eistee wird. Der Tee wird jetzt erstmal hier einfach drin gelassen und gezogen und wir schneiden jetzt mal die Pfirsiche in Scheiben bzw. Würfel, damit wir sie halt eben gleich im Topf erhitzen können, denn wir machen einen Sirup daraus, den wir dann später in den Tee gießen können. Ich habe die Pfirsiche jetzt klein geschnitten. Gott, meine Stimme. Habe sie in den Topf getan mit 200 ml Wasser und knapp so 50 bis 80 Gramm Zucker. Das könnt ihr halt nach Belieben machen. In dem Rezept, was ich gefunden habe, standen 200 Gramm drin. Aber 200 Gramm ist ungefähr die Hälfte von dieser fetten Packung. Das finde ich irgendwie ein bisschen viel. Deswegen habe ich es halt mal viel weniger genommen. Habe das Ganze 5 Minuten aufkochen lassen. Nach 5 Minuten höre ich mich komisch an. Ich höre mich selber gerade ganz komisch. Egal, nach 5 Minuten müsst ihr das mit einem Kartoffelstampfer oder einer Gabel oder ich habe es mit einem Schneebesen gemacht, die so ein bisschen zerdrücken, die Pfirsiche, weil die werden ja dann ganz weich. Und dann nochmal 5 Minuten weiter köcheln lassen. Wenn sie dann schon fast matschig sind, beziehungsweise sie sind matschig, könnt ihr den Topf einfach vom Herd runterschieben und ihr müsst das Ganze jetzt eine halbe Stunde abkühlen lassen, bevor es dann püriert wird. Ich habe das Ganze jetzt gesiebt in einen Messbecher und habe das dann in ein kleines Fläschchen umgefüllt. Und das ist unser hausgemachter Pfirsichsirup. Yay, jetzt müssen wir das Ganze nur noch kombinen. Alright, mein hausgemachter Pfirsicheistee ist fertig. Und ich hoffe, dass er mir hilft, wieder gesund zu werden.
Also ist nicht so süß wie andere Eistees, aber wie gesagt, ihr könnt ja einfach die Zuckermenge euch selber anpassen. Aber ich finde ihn sehr, sehr lecker. Yay! So, wir kommen zu Rezept Nummer 4, dem letzten Rezept. Es ist wieder super, super einfach, super schnell. Es ist auch vegan und ist eigentlich bei uns so voll das Resteessen gerade, aber das ist unbeabsichtigt. Und zwar mache ich eine Nudelpfanne mit Gemüse. Also ich mache sie mit Pilzen, Spinat und Tomaten. Ihr könnt aber zum Beispiel auch Zucchini noch reintun oder whatever. So, ich brauche jetzt halt gerade so die Reste auf, die wir noch haben. Und ich zeige euch kurz, was ihr für das Rezept braucht. Ihr braucht wie immer Zwiebel, Knoblauch, dann Tomaten. Wir nehmen am liebsten immer Cherry-Tomaten. Spinat, ich habe leider echt nicht mehr so viel. Deswegen, da könnt ihr eigentlich nehmen, so viele möchte ich. Genauso bei den Pilzen, die haben wir halt noch übrig. Das sind jetzt einfach Champignons. Ihr könnt aber auch andere Pilze nehmen, aber wir mögen Champignons am liebsten. Dann braucht ihr Tomatenmark, ein bisschen Wasser, Salz, Pfeffer natürlich und die Nudeln eurer Wahl. Ich habe jetzt hier einfach Verfalle. Ist aber wirklich alles komplett anpassbar. Ist ein super einfaches Gericht. Wie immer fangen wir an mit Zwiebelkleinschein, Knoblauchkleinschein, in Olivenöl anschwitzen und Wasser aufsetzen. Wäre eine gute Idee. Das brät vor sich an, Wasser kocht auch was. Und ich habe jetzt die Tomaten klein geschnitten und auch die Pilze klein geschnitten. Und im nächsten Schritt werden hier die Tomaten dazu gegeben und so ein bisschen angeschwitzt, damit sie auch so ein bisschen kleiner werden. Dann natürlich Nudeln ins Wasser, sobald es kocht und anschließend werden auch die Pilze hinzugegeben, damit die auch ein bisschen runterkochen oder runterbraten. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Inzwischen habe ich auch die Pilze hinzugefügt. Einfach ein bisschen kochen, braten, wie auch immer man es nennt, lassen und währenddessen Nudeln kochen lassen. Und ich backe hier sogar noch parallel Brownies. Also ich bin ja heute richtig multitaskingfähig. Wenn es dann alles so weit runtergekocht ist, tun wir mal einen Teelöffel Tomatenmark oder so Augenmaß, halt so ein kleines Häufchen Tomatenmark da rein und auch ein bisschen Wasser einfach, damit so eine Soße wird, damit das Ganze auch noch natürlich anschließend gewürzt. Je nachdem, wie viel Soße ihr haben möchtet, könnt ihr natürlich auch mehr Wasser und dann auch ein bisschen mehr Tomatenmark reintun. Also ich habe jetzt doch so circa 2 bis 3 Teelöffel Tomatenmark reingemacht, aber auch locker so ein Glas Wasser, damit ich einfach genügend Soße habe für eine Riesenbürste Nudeln, weil ich koche gerade für 3. Also theoretisch könnt ihr auch einfach irgendeine Tomatensoße reintun, aber ich möchte das lieber so selber machen, you know? Meine Nudeln müssten auch gleich soweit sein. Dann kann ich hier nämlich in ein Sieb tun, kann sie einfach hier auch in die Pfanne tun und ganz zum Schluss wird eben der Spinat drauf gemacht, damit er halt noch nicht völlig runtergeschmolzen ist. Und meine Brownies sind auf jeden Fall fertig. Oh, ich habe auf Wiederholen geklickt. Fail. Alrighty, ich habe jetzt alles combined. Und es muss noch umgerührt werden, bis der Spinat eben ein bisschen so, wie nennt man das denn auf Deutsch? Keine Ahnung, dass er halt so kleiner wird. I don't know. Aber jetzt hat man quasi so eine leicht mediterrane Nudelpfanne. Ich glaube, wenn man Oliven reintut, wäre es auch richtig geil. Taste Test. Das war es jetzt auch mit meinen 4 Rezepten für das Cooking with Hannah Teil 3 Video. Teilt mir gerne mal in den Kommentaren mit, ob ihr noch ein weiteres Video haben möchtet. Und wenn ja, was für eins soll es noch mehr vegane Rezepte sein? Soll es mehr mit Fisch, mit Fleisch? Auf was habt ihr Bock? Oder mal Dessert oder nur Getränke? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich sehr über eure Rückmeldung. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.